einfach so, dass ich in meiner Karriere einen nächsten Schritt machen wollte. Eine Liga höher spielen, in der Regionalliga mich versuchen. Und da der FC Homburg einfach perfekt gepasst hat, weil es ein Verein mit Ambitionen ist. Ein Verein, der was erreichen will, und ich finde, da passe ich gut rein, weil ich auch sehr ehrgeizig bin und mich da das Gesamtkonzept einfach überzeugt hat. Und es kam zustande, dass Corona-bedingt der FCH kein Spiel von mir sehen könnte in live, aber durch die Videos, die gemacht wurden, sich da der ehemalige Trainer die anschauen konnte und das dann über ihn gelaufen ist und so die Verpflichtung zustande kam. Die ersten Einheiten, das war super schön, endlich mal wieder zu kicken. Einfach mal ja, wieder mit Jungs auf dem Platz zu stehen. Kannten, gekannt habe ich keinen persönlich. Ein paar Namen, die mir von ehemaligen Teamkameraden genannt wurden, die Waldhof-Fans waren, ja, da war was dabei. Und aufgenommen wurde ich auch super, also direkt von den Jungs gut aufgenommen und keine Probleme gehabt. Ich war noch nicht oft im Saarland unterwegs vorher, aber dann bin ich vorher hierher gefahren, um meine Wohnung zu suchen und habe mir ja dann auch gleich die Stadt Homburg angeguckt. Habe ein paar Tipps bekommen von einem ehemaligen Teamkollegen aus Hoffenheim, der hier geboren ist, und bin jetzt mittlerweile auch schon mal in Saarbrücken gewesen, und jetzt mittlerweile ist die Stadt Homburg für mich bekannt. Zum Fußball kam ich eigentlich recht früh, damals mit meinem besten Kindergartenfreund. Haben wir eigentlich immer nur auf dem Bolzplatz zu zweit gespielt, zu dritt, dann mit den Nachbarschaftskindern, und irgendwann unsere Eltern überredet, uns im ansässigen Fußballverein anzumelden. Meine Lieblingsposition ist die Innenverteidigung. Da gefällt es mir, dass man in einem Spiel, wo man Ballbesitz hat, öfter den Ball hat, dass man nicht wie als Stürmer darauf warten muss, angespielt zu werden, sondern eigentlich recht oft im Ballbesitz ist. Wobei ich auch sagen muss, ich habe schon viele Positionen ausprobiert, darunter auch Stürmer, und die machen aber auch Spaß. Keine Rituale. Mein schönster Fußballmoment in meiner Karriere, das war, als wir mit Sandhausen in der U19 im DFB-Pokal in Köln gespielt haben, als totaler Underdog. Eigentlich einen Tag vorher angereist sind, uns die Stadt angeschaut haben, um alles mitzunehmen, der DFB-Pokal in der Jugend, aber dann wie aus dem Wunder Köln vom Platz gefegt haben und dann das zweite Spiel in Ingolstadt auch noch gewonnen haben und dann in Gladbach leider verloren haben. Und es war eine super Zeit, super Mannschaft, alles schön. Mein unbequemster Gegenspieler, der war der Tunic von den Stuttgarter Kickers. Die Erfahrung, die er hatte, das kennt man als junger Spieler halt noch nicht. Es war mein erstes Herrenjahr letztes Jahr, und dann so einen Gegenspieler zu haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Gibt's keinen. Die können wir auslassen. Da fällt mir jetzt keine Antwort drauf ein. Ich unternehme viel mit Freunden. Bin da eher eine soziale Ader. Wobei ich auch sagen muss, Zeit allein für mich, dann setze ich mich hin, schaue eine Serie oder lese ein Buch. Das kriege ich auch hin.